turn around, and around, yeah. Turn around, turn around, and around, yeah. Turn around, turn around, turn around, yeah. Ring oben drüber, Punkte. Vorne 2, hinten 3 Punkte. Ah, ja, war schon nicht schlecht, war schon nicht schlecht. Ihr wird beraten. Wie macht man's? Wie macht man es vor allem richtig und besser? Nicht das wieder. Da ist ein Bierkork geflogen. Wir spielen jetzt einfach, wer meistens die Stange berührt. Jawohl! Wow. Vielen herzlichen Dank nochmal an T-Jax mit seinem Set. Großartiges Kino. Rambazamba in Konzert. Und hier reißt es einfach nicht ab. Nach jedem DJ-Set gibt es ein Spiel und es wird angetreten. Denn heute geht es wirklich um die Wurst. Nicht bloß um die Wurst, nein, es geht auch um die Ehre von Rambazamba und natürlich von uns, von unseren DJs, die eingeladen worden sind. Und das ist natürlich das Signal. Jetzt kommen wir auch zum nächsten Spiel. Freuen wir uns natürlich drauf. Und unser T-Jax kommt jetzt auch mal zu mir nach vorne und darf dann auch hier bei mir aus meinem Becherchen ein Spiel ziehen. Ne? Und dann werden wir mal schauen, was das wird. Nochmal kurze Erklärung. Alle Gewinner, alle DJs, die gegen Rambazamba gewonnen haben, werden nachher zum großen Finale antreten. Und dann geht es wirklich um den ersten Platz, also um den Gewinner und um den Loser-Platz. Bevor das soweit ist, T-Jax, da bist du. Guck mal, hier sind noch 2 drinne. Eins darfst du ziehen, ich bin gespannt. Darfst es auspacken und dann auch in die Kamera halten. So, was steht drauf? Ringe werfen. Da steht Ringe werfen, Kinder. Es wird sportlich sozusagen. Sportlich Ringe werfen. Du weißt, wie schwer ein Ring ist? Nein. Keine Panik. Weißt du, wie schwer der Ring ist? Nein. Ist egal. Alles gut. Ja, alles gut. Ich habe nur gefragt, wie schwer der Ring sein wird. Das werden wir gleich sehen. Nee, das weiß ich nicht. Überhaupt kein Thema. Nicht schwer auf alle Fälle. Also wirklich machbar. Und ich hoffe, dass du die beiden Jungs da wirklich einen Sack haust. Und Tom und Dani, wir sehen uns jetzt gleich hinten. Wir bauen wieder um, gehen einmal ganz kurz nach hinten in die Spielecke und sind gleich für euch da, live on stage. Wir werfen mit Rambazamba und T-Jax. Und wir haben uns gerade einig, vielleicht schwenken wir mal ganz kurz runter. Und zwar erstmal auf die beiden Jungs. Hier seht ihr schon mal die Ringe. 4 Stück haben wir insgesamt, die olympischen Ringe, eigentlich sind es ja 5, heute sind es nur 4, auch nicht so schlimm. Und hier vorne haben wir so kleine, klitzekleine Ständer aufgebaut, die diese Ringe einfangen werden, wenn die Jungs von da hinten werfen. Einfaches Prinzip, Ring oben drüber, Punkte. Vorne 2, hinten 3 Punkte. Und wer zuerst 12 Punkte voll hat, gewinnt dieses Match. Und ich bin gespannt und ich denke mal, Rambazamba, ihr beiden Jungs fangt an. Ja, oder? Wir teilen uns die Ringe. Sowas von fair. Großartig. Ja, die erste Runde, dann bist du. Genau. Fang mal an, Tom. Ich soll anfangen? So, Tom fängt an, 2 Ringe für dich. Ja. Fast. Okay. Fast. Geht wie beim Bierpong weiter. Die muss man erst mal kriegen. Es geht wie beim Bierpong weiter. Okay. Gut, das war einmal nicht so viel, wie auch für dich den 4 Ringe. Was haben wir? Ja, er heißt auch Tom. Ah, alles klar, okay. Also Tom, könnte man auch sagen. Rambazamba Tom oder T-Jax. Ich sammle schon mal einen. T-Jax Tom ist jetzt dran. Ei, der ist unterm. Hast du? Ja. Ja, der. Ich weiß auch nicht. Das zum Einwerfen. Es wird, ich sag euch, das ist das schwerste Spiel hier vom ganzen Abend. Naja, wir müssen uns ja steigern am Abend, oder? Ein Tom gibt ab zum anderen Tom. Rambazamba. Ja. Rambazamba ist wieder am Start. Genau. Guck mal, von hier hast du noch besser die Perspektive. So. Kamera ready? Du schaffst das. Muss immer von oben irgendwie. Ja, war schon nicht schlecht. War schon nicht schlecht. Beraten. Wie macht man's? Wie macht man es vor allem richtig und besser? Okay. Das ist schwer, Mann. Sicher, dass wir 12 Punkte machen sollen? Das habt ihr euch ausgedacht. Warte mal, du musst den einmal anheben oder einmal wegstellen. Hier drüben hin, wie auch immer. Warte, ich hab ihn. Alles gut. Aber das wird uns noch öfters gehen. Am besten, wir nehmen den Sessel mal ganz kurz weg. Ich nehme ihn mal weg hier. Genau. T-Jax Tom ist jetzt dran. Jawohl. Gibt es. Oh, Entschuldigung. Hier ist er auch. Auch verkehrt. Der hat schon am Aluminium gewesen. Der war schon. Der hat angekratzt.
Vorhin hieß er Aluminium. Oh. An den Stahlmatten. Okay, okay. Zack, zack. Dang. Hinten waren 3 Punkte, ne? Oder? Ja, ich glaube, wir müssen aber... Ich schmeiß auf die hinteren. So, abgegeben an das Team. Eieiei. Oh, Dixon. Der war zu hoch. Hängen geblieben. Also, es wird ein Treffen. Das wird hier noch ein langer Abend. Doch nicht so einfach, wie man denkt, oder? Das ist schon wir gehen in die entschieden. Ich habe die Vermutung, wir haben zu wenig trainiert. Ja. Liebe Zuschauer, die nachfolgenden Sendungen können sich etwas leicht nach hinten verschieben. Oh! Eieieiei, nicht das wir schon. Da ist ein Bierkork geflogen. Oh. Wow. So, Tom, jetzt, Alter, jetzt ist unsere Chance jetzt gekommen. Wir können ja jetzt fast sagen, wer als erstes trifft, oder wer, was? Entweder so, oder wer zuerst 4 Punkte hat, glaube ich, das trifft es schon eher. Wer zuerst alle 4 Ringe mal drauf hatte, oder 4 Ringe insgesamt. Wir spielen jetzt einfach, wer weiß, die Stange berührt. Jawohl! Yeah. So. Jetzt denkst du, hast du einen Lauf, oder was? Ja. Du siehst du. Oh, okay. Sehr schön, die bleiben jetzt drauf, du hast nur noch 2. Nein, Spaß. 4 Punkte. Ja. Ach, jawohl, so. Sauber. 4 Points. So. Los, Tom. Wenn jetzt vorbei ist, dann ist es vorbei. Okay, okay, warte mal kurz. Ganz kurz, gerade von der Regie natürlich den Tipp bekommen. Wir sind natürlich schon von der Zeit her auch schon ein bisschen drüber. Das heißt, jetzt hat unser Tom von TJX nur noch die Chance, weil du musst jetzt bitte wenigstens zwei versenken. Ja, weil wenn du das nicht schaffst, geht automatisch der Punkt, der Sieg an Rambazamba, an die beiden Jungs. Das ist schade. TJX, sehr hoher Druck wurde hier aufgebaut. TJX, was sind das für Verräter denn? Also die von der Technik buchen wir nicht mehr. Die sind alle hier für die Falschen. Jetzt kommt der letzte Wurf. Das ausgleichen. Ei. Oh, okidoki. Der letzte Wurf. Okidoki. Wollen wir ihn nicht nochmal einmal lassen? Dieser Punkt geht wieder an die Jungs von Rambazamba. Ehrenhaft. Großartig gemacht. Geil. Ihr habt euch auch wirklich gut vorbereitet, kann man nicht anders sagen, oder? Ihr habt wirklich geübt, ne? Ihr hast du unser Video gesehen? Ja. Komm, Kinder, geht weiter. Es gibt Live-Musik. Es geht weiter in die nächste Runde. In die letzte Runde sozusagen.